Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Hallo. Immer noch oder wieder. Wir sind wieder in Mexiko unterwegs, beziehungsweise natürlich beim Junkfood Guru im Wohnzimmer. Aber wir testen heute die Süßigkeiten aus der Mexiko-Box. Unboxing-Video, das gibt es ja auch auf dem Kanal. Und da haben wir ganz viel verrücktes Zeug drin. Wir dachten, wir fangen mal mit diesen Gesichtern an. Ich habe ja auch eine Liste von den Zutaten. Willst du schon mal reinbeißen, Christopher? Und ich lese mal vor, was da drin ist. Das Geile ist, das ist ja einfach nur... Ja, Zucker ist das. Masse, Zucker, die Zitronensäure. Das sind so Tüten. Ja. Und du kannst Backfett. Das ist richtig so... Zucker, Fett und... Ja, das ist einfach du spannend. Du einmal so machen. Let's komplett. Eat it. Das ist so... Das sieht so spannend aus. Was mag das sein? Das ist ein Riesenkaugummi. Wie so ein Knüllball. Er ist aber kaputt gemacht. Nee. Das Ding ist, guck mal, du knetest es einfach mal auf. Mach mal auf und riech mal dran. Das ist wieder genauso wie am Anfang. Das riecht so lecker. Wie dieses Kirsch oder Erdbeer-Weingummi. Ich bin ja jetzt sehr gespannt. Riecht echt interessant. Aber wie isst man das denn eigentlich? Ich bin so ein bisschen zu doof dafür. Es klebt ein wenig. Echt interessant. Ich habe immer früher gesagt, ich esse nichts, was ein Gesicht hat. Also, esse ich natürlich schon, aber ich mag das Gesicht nicht sehen. Deswegen ja, mag ich auch. Daran. Irgendwie ist das schwierig, das abzulösen. Das ist doof. Da müsste man wahrscheinlich eine Anleitung googeln, wie man das hier besser isst. Aber es klebt bei mir auch fest. Yeah. Aber vielleicht lutscht man das hier so. Verstehe ich. Oh! Beiß mal rein. Geht nicht. Doch. Wenn man so eine Seite einfach so abbeißen und so ablecken. Das ist super süß, aber super geil. Das ist das Süßeste, was ich, glaube ich, je in meinem Leben, sagen wir mal, in diesem Jahr gegessen habe. Das klebt mir jetzt am Gaumen auch fest. Ja. Deswegen rede ich gerade so komisch. Das ist krass. Das ist ja unfassbar süß. Wahnsinn, oder? Alter Falter. Krass ist krass. Also dieses Zeug. So süß klebt. Du kriegst das gar nicht weg. Ja, aber geil. Irgendwie so Kaugummi, so ein bisschen. Das ist so wie Kaugummi. Ja. Aber Kaugummi, was sich auflöst, was aus Zucker ist. Das Problem an dem Zeug ist halt bloß, dass du es echt nicht essen kannst. Das ist eine Herausforderung. Deswegen machen wir jetzt, glaube ich, weiter mit diesen Sticks. Wir haben Ananas und wir haben Erdbeere. Da habe ich das Auge rausgebissen. Boah, super. Aber klebt ja. Was willst du haben? Ananas oder Erdbeere? Was ist deine Frucht? Ananas. Super. Ich mag lieber Erdbeere. Ja? Ich gucke mal ein schlaues Büchlein hier rein. Von der Box. Gibt es bei Amazon noch zu bestellen. Ich verlinke dir noch mal und hake immer Produktplatzierung an. Dann ist man da auf der sicheren Seite liegen. Denn ich habe für die Box nämlich nichts bezahlt. Das ist ein Keks. Ein Keks ist das? Beiß mal rein. Das ist ein Barita. Riecht wie Malle-Urlaub. Riecht wie Mallorca-Urlaub. Oh, wie schön. Ich hoffe, nicht am frühen Morgen. Das weckt gerade Kindheitserinnerung. Weizenmehl ist da drin. Auch und Ananaspüree. Das ist wirklich Kindheitserinnerung. Toll. Und habe ich zuletzt mal als... Oh, wie geil. Jetzt siehst du mal... Das ist wie meine Kindheit gerade. Das ist doch gar nicht so lange her bei Ihnen, 2002. Herr Schmidt. 2002. Als mein Vater und meiner Mutter Malle war. Echt? Ja. Krass, da habe ich schon Abi gehabt. Ja, da haben sich dann geschieden danach. Und dann sind wir nicht mehr, nach Malle geflogen. Ach was? Das ist das Ende der traurigen Geschichte. Und man ist halt nach wie der... Oh... Als Kind war ich nämlich jedes Jahr auf Mallorca. Oh. Und dann irgendwann nicht mehr. Oh. Und so schmeckt das. Das schmeckt wie früher. Wie diese, die hatten traurig. Immer Hotel, ich saß mal im Hotelzimmer mit meinen Eltern, das war schön. Oh. Sehr, sehr gut. Du, das war kurz sentimental. Tades tief hier in dem Video. Schon noch nie viel Video mit Gefühl auch mal. Ja, finde ich auch. Wir müssen da ehrlich sein. Finde ich auch. Ja. Ehrlich zu uns selbst, ehrlich zu den Gefühlen. Sehr, sehr lecker. Das ist total wirklich lecker. Ja, wirklich gut. Erdbeer schmeckt auch ganz gut. Aber wie war Ananas? War das künstlich oder war das sehr authentisch? Ein bisschen künstlich, was man weiß. Das ist ein bisschen künstlich. Aber der Teig war sehr lecker. Ja, genau, der Teig ist, aber das Ananas ist so künstliches Püree. Was sind das? Mexikanische Tic-Tacs. Das ist auch irgendwas mit Mais und Zucker und Sirup. Mal gucken, wie das schmeckt, oder? Ja. Die Filon Flinettes, aber das. Ich finde es immer noch geil. Man hat einfach auch Spaß, weil die Produkte sind so bunt und so froh. Da könnte jetzt hier auch Gift drin sein. Ich würde trotzdem lachen, wenn ich es esse, weil es so lustig aussieht. Aber es ist ja kein Gift. So wie viel Stoffe, wie du jetzt schon im Körper hast da. Ja, das manchmal sind die Auswirkungen auch erst später zu. Also können wir nur mal alle 2-3 Wochen drehen, hier. Weil ich mich danach erstmal erholen muss. Ja, das ist tatsächlich so. Hä?
Sohn. Ja, nein, nicht alle. Achso, oh, guck mal hier. Drei Stückchen. Ich nehme den roten. Ah, ah, siehste, schrecklich. Ist ein Zuckerschock, der Junge. Ich bin, wir können... Du haust doch alle rein, anstatt einen. Na ja, gut. Alles rein. Ich räume mal kurz auf. Nein, Scherz. Chris! Du musst durchhalten, nicht so essen. Was kann ich nicht? Gut. Es war geschmacklich okay. Habe ich nicht gekotzt. Nein, das ist eine Herausforderung. Ich habe es nur ausgespuckt. Interessant. Wenn ihr lustige Gesichter sehen wollt bei Menschen, gebt ihnen das. Sorgt für das Gesichter. Ich habe es jetzt mutigerweise und tapferweise gegessen, aber... Das hat jetzt nicht ernsthaft geschmeckt. Nee. Das war deswegen sage ich ja, wenn du lustige Gesichter sehen willst, musst du ihnen das geben. Weil das ist, dafür sind also, auch Süßigkeiten ich da. Ich kann sonst sehr viel im Mund behalten, aber das muss ich herausspucken. Das, nee, das ist so ein ganz widerwärtiges Gefühl. Ja. War, ich weiß gar nicht, was ist denn da drin gewesen? Das Schlimme ist, das hat kein... Also was Leckeres essen. Das hat keinen definierbaren Geschmack. Ich weiß nicht, und was zerfällt war. Ganz ekelhaft im Mund. Das ist ganz pervers. Das ist wirklich, was, was steht denn da? Was liegt daran, dass es Mais ist? Wir sind da nicht so an Maisprodukte gewöhnt. Zucker, Maissirup, Wasser, Zitronensäure, jüdisches Salz. Künstliche Farbstoffe, Xanthan-Gummi, aha, ja, es ist halt diese Maisbasis, glaube ich. Die hat uns ein bisschen geschockt, so dieser süße Mais. Hat uns geschockt. We need to eat. So was Schönes nochmal. Ja, eine Herausforderung, das sieht auch so crazy aus. Takis, Mini-Takis steht hier drauf. Was ist denn das eigentlich? Das sind doch Lollis, sind das doch, oder? Super. Ich müsste gerade mal auf das Handy drücken, weil der Akku geht schon wieder hier leer. Ich raste aus. Guck mal hier, das ist ein Lutscher. Ja, klar. Mit einem with Extra. Chili con... Was, Kane? Ich fand con Chile. With Chili con Chile. Ah, Sisi. Nee, ich weiß, nein. Weißt du, was krass ist? Sorry, ich muss jetzt... Ja, bitte. Nee, dann erstmal hier. Aber da dieser Lutscher. Ja. Du kennst doch, wenn du in Deutschland hast du ja immer diese Lollis, wie diesen Fuß zum Beispiel, den dann so Knisterzeug reinkommt. Ja, genau, das ist auch so was. Hier hast du einen Erdbeerlutscher, den du in Chili-Pulver reinkommst. Das ist ja ekelhaft, das machen wir. Den müssen wir mal testen hier. Haben wir davon noch einen? Nee, nur einen leider. Ich habe hier die Chili con Chile. Wir haben jetzt zwei Lutscher mit die Chili. Sollen wir die Chili... wir müssen den jetzt essen. Ja, wenn wir beides mal Chili con... Oh, komm, sehen müssen wir, das wollen die Leute sehen. Nie jemand sich übergeben in einem von diesen Videos. Oh, ich muss gleich, ich könnte so kurz, aber... Komm, mal hier Chili con Chile. Das ist heute ein bisschen ekelhaft, so ein bisschen ekel. Ist ein bisschen es ist so ein bisschen halt auch... Was, aber das ist ein Melonenlutscher, das ist ja geil. Guck mal, hab ich extra den leckeren... Melone ist ja mein Favorite. Aber wie seht ihr... gut, Chris hat nee, gesehen. Nee. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh fui! Oh fui! Oh fui! Oh, pfui. Buh. 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 Geiles Zeug, so mutig machen. Was soll das denn? Warum macht da jemand Chili auf diesen leckeren Lolli? Oh, nee, das darf ich raus. Ja, du darfst raus sein. Ich muss das natürlich essen. Ich stehe ja für Essen und, soll ich aber halt dran lecken oder was? Nee, komm, ganz im Mund, ganz im Mund, komm. Ganz im Mund, einmal so. Ja. Nein, du musst einfach richtig lecken, bis der Geschmack kommt. Bitte. Das ist super scharf. Ja. Ich hab dran geleckt. Ja, ist das widerlich. Hä? Ja. Ey, Leute, ich hab die Tüte noch aufgemacht. Das ist so ein Sound, fast mal ekelhaft. Es ist halt nicht unser Geschmack. Oh, das ist echt ich möchte hier keine mexikanischen Produkte diskreditieren, aber die deutschen Geschmacksnerven. Alter Falter, das ist total... Muss man dran lecken. Das ist für die Mexikaner. Sag mal, Lolli, nein. Aber es ist ein krasses Zeug. Die mit ihren Sombrero nachts nach einer Tequila-Nacht vor dem Saloon liegen und dann irgendwie nochmal sich spüren wollen. Denn die nehmen sowas. Challenge Faktor 10. Geschmacklich... Alter. Ich erkenne das so mit. Warum macht man sowas? Das ist wirklich... Da klebt Chili dran, ihr Lieben. Es ist einfach, es ist Hardcore. Ich habe den auf der Zunge gehabt. Kann ich den mitnehmen? Ich muss brennen. Immer noch. Ja, das kannst du als Challenge. Das schenke ich meiner Mutter. Die freut sich. Dass sie es weiß, ey. Es sind die krassesten, verrücktesten Süßigkeiten. Ja, ey, das ist wirklich das allerletzte. Aber okay. Gut, ich für die Leute, die es mögen. Ja. Why not? Das sind alles Lollis mit Con Chile. Es ist abgefahren.
Also, so, das ist Challenge. Heinz Tomatenketchup hat sich in den Mexikan. Heinz, der kommt nicht aus dem Mexikan, der kommt aus einer. Ich wollte gerade sagen, hier soll was. Pass auf, müsst jetzt irgendwas Leckeres jetzt essen. Komm, wir machen jetzt hier. Pass auf, ihr Lieben, wir machen jetzt hier so eine Chili-Challenge. Pass auf, Wenn wir den Junkfood-Guru mal einladen sind, dass wir gerade nicht live sind. Du machst jetzt den Nutscher. Oh, ich hab was Gesundes. Chili? Ja. Und ich schmier dir noch so ein bisschen von diesem leckeren Zeug nach oben drauf. Boah, also, hey, ich sag was. Das Zeug, lutschig vom Lolli. Das muss ich mal gucken, was ist denn das? Der brennt doch, der Typ hier. Wir müssen eine Challenge machen, okay, der brennt doch, der Typ. Ich bin raus, ich guck jetzt immer zu. Ich will das tatsächlich auch essen, aber für eine Challenge muss man auch so einen Ansporn haben, ihr Lieben. Irgendwas brauchen wir da. Schaffen wir das bei diesem Video nochmal realistisch, ja? 500 Daumen nach oben. Oh mein Gott, so ein Like-Bettler. 500 nach oben? Ja, Möchte die 5000 Follower bei Instagram knacken. Okay, die kriegst du so, glaube ich auch, ja. Das glaube ich nicht. 500 Daumen nach oben für das Video. 700 Abos dafür. Ich lege diesen Lolli zur Seite und ich esse das mit diesem Pulver. Das macht er zusammen mit dem Chris natürlich. Das wird wissenschaftlich überwacht. Und dann, das heißt, dann wird geleckt. Wissenschaftlich überwacht. Dann das ist aber auch ganz schrecklich, oder? Ich will diesen Satz auch gar nicht sagen. Ich will nicht sagen, für 500 Daumen nach oben lecke ich. Das klingt doch. Ich kling wie die letzte Social Media Prostituierte. Hallo, liebe Zuschauer. Der Junkfood Guru leckt jetzt für 500 Daumen nach oben. Nein, also just for fun. Ich würde es machen, aber. Du machst es jetzt, ne? Nee. Ich warte, ich will 500 Daumen will ich schon haben. Also, ey, wenn schon Schmerz, muss es sich auch lohnen. Ihr Lieben, macht, also das ist ja auch... 500 Daumen und 700 Abonnenten bitte auf Instagram bei mir. Super. Dann machen wir das. Dann leck ich sogar mit. Super, seht ihr mal. Also klar, oh Gott. So, schnell was Neues an Süßigkeiten. Wir lecken dann ein Stiel. Ein leckeres Leckvideo. Was ist denn hier los? Ich habe jetzt gerade voll was Leckeres aufmachen. Ich habe jetzt Tamarinde. Schon wieder mit Chili. Das wird nicht mehr besser heute. Es ist immer alles dieses Video kommen. Ja? Das ist scheiße. Es ist ein Anblick, den ich selten bei dir sehe. Wie war denn das gerade noch eben? Du bewertest die Videos, du bewertest das Essen, was du machst, nicht schlecht. Und jetzt haust du bei jedem Ding sitzt du so da. So, soll ich es für dich beenden, oder? Was ist denn das, Tamarinde? Ist das wirklich so scharf jetzt? Wirklich jetzt? Scharf und etwas seltsam im Geschmack, ihr Lieben. Wir sagen okay. Jetzt tschüss vom Chris. Abonniert den Junkfood-Guru bei 500 Aufrufen, ihr wisst Bescheid. Folgt uns überall auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Gebt Daumen nach oben. Guckt euch die Videos an. Guckt alle Videos von ihm einfach nochmal an. Von vorne. Oh, bitte, sag uns wirklich die schärfste. Bitte, ich will nicht diese Box schlecht reden, aber die schärfste Box ever. Ey. Das ist eine Challenge-Box. Und wenn ihr diese Ansprüche erfüllt, dann machen wir den Challenge-Video das ganze scharfe Zeug noch weg. Und ich glaube, das traut sich auch nicht jeder. Ich bin mal gespannt, ob noch ein paar YouTuber da draußen sind, Chris. Ist mal ehrlich. Ey, die sich trauen, diese Box zu probieren. Also, ich finde, das ist eine Mega-Challenge. Ich nehme dieses Zeug hier. Diesen scharfen Chili-Pulver. Es ist alles scharf und, da drin. Und würze das mit diesem Gelumpe noch. Wenn ich die 5000 Abonnenten bei Instagram klacke. Wirklich, ich mach das. Ah. Wirklich. Ich bin so like-geil geworden. Weißt like-geil. Du? Nee, egal. Ich mach alles. Das ist Social Media. So, wir sollten das Video beenden. Ja, das ist einfach zu schlecht. Ich bin einfach zu aufgeheizt. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.